Hallo, hallo, willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Heute wächst zusammen, was zusammen gehört. Die Mauer muss weg. Nein, Quatsch. Wir füllen die Lücke hier zwischen den beiden Ortschaften, mehr oder weniger. Und ich habe was gehört, beziehungsweise möchte auch was probieren in dieser Hinsicht. Und zwar soll es möglich sein, Bahnüberquerungen zu bauen. Habe ich nicht gewusst. Insofern sieht es mir nach, dass ich das noch nie gemacht habe. Und ich probiere das jetzt trotzdem einfach mal. Entfernung zu gering. Okay, verstehe. Das ist zu dicht an der Schiene dran. Wo könnte man noch eine Brücke, ein Dings bauen? Ja, genau. Hier vielleicht. Und dann von hier aus. Nee. Okay, das ging nicht so. Was schade ist, weil auf dieser Seite geht's ja. Und das Gefälle ist jetzt gar nicht so gigantisch groß. Na gut, dann probiere ich es noch an einer anderen Stelle. Statt dieser komischen Brücke, die ich hier gebaut habe, vielleicht. So. Und so, tatsächlich, man kann Bahnübergänge bauen. Naja, ist ja gut zu wissen. Jetzt muss aber der Zug hier anhalten, okay. Oh, nee, 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 mein Fehler. So. Ja, gut. Gut zu wissen. Werden wir jetzt öfter machen. Sorry. Das kommt mir dann im Großen und Ganzen auch ganz recht. Ich lasse hier trotzdem jetzt die Brücke. Gibt ja jetzt keinen Grund, das überall wegzureißen. Aber wir müssen ja auch hier in Richtung Zukunft planen. Nee, das war nicht gut. Warum baue ich eine Einbahnstraße? Weil wir hier eine Einbahnstraße in die Richtung haben und es ist immer ganz gut, noch eine Konterstraße zu haben. Genau deswegen baue ich eine solche. So. Und das hier ist wieder eine Zwei-Richtungsstraße. Auch wieder ein Stückchen zu weit. Das hier wollte ich haben. Denn ich würde sagen, es reicht bereits bis hier. Genau, dann kann man nämlich so machen. Und dann kann ich an dieser Stelle nämlich dahin gehen. Hier ist eine Bushaltestelle, okay. Die bringt gegenwärtig noch gar nichts. Und dann kann ich an dieser Stelle das hier rüberfahren erlauben. Eigentlich dachte ich, hätte das Raster ausgeschaltet, aber das sieht nicht so aus. Was heißt denn das hier? Abknicken, umschalten. Nee, das ist das Raster nicht. Das sind die Meilensteine? Na gut. So. So,
Gut. Aber es geht ja eigentlich um diese Bereiche hier zwischen. Zum einen zwischen diesem, Autobahnbereich. Ich sehe nicht ein, dass ich das alles hier komplett wegwerfe sozusagen und nicht befahre. Das wird definitiv nicht passieren. So. Wir können von hier aus nochmal eine Einbahnstraße nehmen, weil ja da hinten auch eine ist. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie kommt man hier gut durch? Erst hinter der Stütze. Okay, ich verstehe. So ungefähr da. Hier den Zusammenschluss werde ich nicht gestatten. Zumindest nicht in die Richtung. Weil ich sonst ein Problem bekomme mit denen, die von hier kommen und dahin wollen. Die nehmen dann diese Straße und wollen hier in der Mitte durch und das ist dann blöd. Tja, ich brauche im Großen und Ganzen erstmal überhaupt einen Weg hier durch. Das wird definitiv nicht die schönste Wohngegend, das ist definitiv klar. Aber das stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Denn die Herausforderung ist ja, es trotzdem einigermaßen wohnlich zu machen. Gut, aber ich glaube, hier komme ich nicht daran vorbei. Naja, zumindest nicht schön. Jetzt nehme ich doch mal den Kurvenmodus. So. Kann ich mich da nehmen? Ich will kein Grundstück kaufen, genauso wie die letzten Male nicht. So, jetzt wäre es natürlich echt geil, wenn ich da anschließen könnte. Habe ich aber vorhin ja schon probiert, das geht nicht. Von hier nach hier, nach da geht nicht. Jetzt ist die Frage, kriege ich das weg? Ja. Geht es von da nach da? Ja, das geht. Na, dann mache ich das doch so. Und jetzt irgendwie darüber. Da ist eine Stütze im Weg. Okay. Da muss ich wahrscheinlich ziemlich dicht an diese Schiene hier ran. So ungefähr. Nee, das war schon zu dicht. Ist wieder die Stütze im Weg. Sieht auch nicht so aus, als würde ich dran vorbeikommen. Ich probiere jetzt aber mal einen ganz leichten Tick nach da. Ne, das war so. Jetzt ist die andere Stütze im Weg. Ah ja, ich sehe, hier sind zwei Stützen. Gut, dann wird es natürlich gar nichts auf diese Weise. Das heißt, dass ich dann hier durch so gehe. Gut. Das hier wird so ein bisschen den Hauptverkehr festlegen. Jetzt gibt es hier zwischen dann, ja, ich denke mal, eine Art kleine Wohnsiedlung für mittlere Wohngebiete. Nee, Quatsch, nicht mittlere, sondern hier diese schwachen Wohngebiete, so meine ich das. Da bieten sich auch quasi diese Feldwege schon an. Nee, nicht so, sondern so. Hier zwischen haben wir jetzt Folgendes.
Hier haben wir einmal Verkehr in die Richtung. Wie komme ich denn jetzt da runter? Kriege ich den hier angeklickt? Ja. Oh, nee, die wollte ich jetzt nicht. In diesem Fall wollte ich tatsächlich diese hier haben. So. Mit auf die Kreuzung, genau, damit wir auch den Rausweg haben. Und dann gibt es hier eigentlich nur noch diese Möglichkeit. So. Hier mache ich wieder nur einen Feldweg. Und alles, was da glücklich werden kann, wird da auch glücklich werden. Ja, sieht kompliziert aus, ist es auch. Ich will da auch nicht wohnen, aber es wird bestimmt einige geben, die da irgendwie hinziehen. Wie sieht es denn wassermäßig hier aus? Super. Gut, dann wollen wir mal. Genau, hier nur dieses schwache Wohngebiet, das hatte ich ja gesagt. Dann mache ich hier aber trotzdem noch den ein oder anderen hübschen Park hin, damit die sich nicht ganz, ja, schlecht fühlen hier. Obwohl, das bringt gar nichts auf der Seite. Ja. Denn das müsste auf diese Seite, um überhaupt was zu bringen. Dann haben wir noch die kleinen Parks. Einen hier. Einen hier. Und einen da. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch noch einen hier mit hinmachen. Dann haben die auch nochmal was von. Gut. Und seht da, da ziehen sie schon hin. Dann gibt es hier natürlich auch kleinen Kommerz, so ist das nicht. Haben wir hier nochmal das. Auf der Seite haben wir großes Wohngebiet, weil das gehört zu der großen Straße. Da sehe ich nicht ein, dass wir das verschwenden. Ja, dann haben wir hier wieder kleine. So, hier auch. Machen wir hier nochmal eine Kommerzinsel hin. Ja, ist doch ein Gebiet zum Wohlfühlen. Hier kommen wieder Büros hin. Letztendlich ist das ja Bahnstrecke. Ich meine, gut, das hätte ich auch da bauen können, aber so ein bisschen kann ich auch sowas hier mal hinstellen. Das ist quasi der Flughafen vor Ort. Da kann auch mal die Sache so aussehen. Das heißt nicht, dass ich das jetzt überall so machen werde. Wird auch wieder Gebiete geben mit dichter Besiedlungszonen. Zum Beispiel hier dieses Kommerzdingchen. Außerdem die ganze Seite dieser großen Straße. Das hatte ich ja auf der anderen Seite auch schon so gesagt. Ja. Hier kommen wieder die kleinen Gebäude. Was hat sich denn hier gebaut? Ach, drei Tankstellen. Dino Oil.
Naja, klar, wenn das sinnvoll ist, die so direkt nebeneinander zu hauen. Ich meine, das sieht schon wieder irgendwie nice aus. Auch mit dem Flugzeug da im Hintergrund. Und den Zügen, die hier so durchrasen. Schick, schick. Kann man so machen. So. Dieser Teil gehört allerdings auch nochmal zu den Bebauungslücken. Und wird jetzt von mir auch geschlossen werden. Machen wir mal hier hin Kommerz. Hier auch. Dann kann hierhin eigentlich schon wieder großes Wohngebiet. Interessant wäre an dieser Stelle mal, wie es bildungstechnisch aussieht. Nicht so gut, dachte ich es mir fast. So. Naja, wie gesagt, das ist ein Nachteil der Einbahnstraßen tatsächlich, dass dadurch dieses Verteilungsgebiet der Bildung irgendwie kompliziert aussieht. Und auch nicht so richtig viel Sinn macht immer. Naja gut, was wir noch mal wieder benötigen, ist ein Krematorium. Davon kann man gar nicht genug haben. Damit ist er hier das zuständige Krematorium für alle, die hier hinten drin sind. Hatte ich hier eigentlich schon Gebiete zugewiesen? Ja, hatte ich gemacht. Und dann haben wir natürlich nochmal einen Park hier und da. Der hier war ein größerer, ne? Ja, genau. Den würde ich gerne mal sehen bei Gelegenheit. Ist hier die Gelegenheit? Ja, ach was, klar. Hm, machen wir mal. So. Der wird ja nicht schlecht, der Park. Jetzt nehmen wir hier nochmal so ein. Jutti. Das hier ist alles Wohnzone. Ach, da ist ein Friedhof. Ah ja. So, jetzt gucken wir mal kurz uns den Park hier an. Das ist, ach, das ist so ein designtes Objekt aus dem Spieledesigner, beziehungsweise Objektdesigner des Spiels. Ah ja. Kann man so machen. Ist in Ordnung. Wir haben hier noch eine riesen Baulücke, von der ich noch nicht so richtig weiß, wie, was, wo, warum und wenn ja, wie viele. Das hier ist eine Straße, die in beide Richtungen geht, okay. Ja, weil ich nicht wusste, dass wir Bahnübergänge bauen können, habe ich alle Schienen nach oben verlegt. Das hat mir der User Timo letztens geschrieben, dass ich ja auch Bahnübergänge bauen kann. Und wie ihr seht, geht es. Und das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Werden wir jetzt öfter nutzen. Allerdings ist nicht jede Position dafür geeignet. So, haben wir hier überhaupt Wasser drin? Nee, haben wir nicht. So. Und so. Nichtsdestotrotz finde ich es gar nicht so schlecht, wenn sich die Hochbahn in dieses Stadtbild integriert. Das hat doch auch immer irgendwie noch was Hübsches. Letztendlich, dieses Gebiet hier wird immer so ein Übergangsgebiet bleiben. Da wird sich gar nichts dran verändern lassen. Muss aber auch nicht, finde ich. Wir können hier mal wieder eine Auffahrt bauen. So, genau.
weil je mehr Auffahrten ich auf die Autobahn habe, desto besser kriege ich den Verkehr halt weg. Das war sowieso der Sinn ursprünglich mal hier hinter. Ich habe das irgendwie nur nicht verfolgt. Und ich werde möglichst wenig Ausfahrten bauen. Denn bei Ausfahrten hat man fast immer Stau. Und das muss nicht sein, das tut nicht Not. So. So, hier haben wir eine Straße, die in beide Richtungen geht, genau. Der Ort ist bereits belegt, okay, aber so geht's. Aber der Nachteil ist natürlich, dass die Züge warten müssen. Und dann auch immer ganz brav und elegant vor dem Bahnübergang anhalten. Naja, gut. So. Warum auch nicht? Damit integrieren wir hier. Das hier ist zwar eine Einbahnstraße, aber wir integrieren hier diesen Bahnhof so ein bisschen. Und an dieser Stelle muss definitiv noch eine Straße hier in die Mitte. Und ich glaube, das hier kann dann auch weg. Genau. Gut, dann kann man das auch so lassen. Dann kommen hier wieder Bäume hin. Hier in diesem Bereich, da war ja das offene Stück. Das wollte ich sowieso hier auch relativ viel machen. Das mache ich jetzt auch nochmal, damit es wenigstens irgendwie lebenswert aussieht. Speziell als Abgrenzung zur Autobahn so ein bisschen. Der hat mich jetzt schon ein Krachproblem hier. Das hätte ihm klar sein müssen, als er da eingezogen ist. Und der wird auch hier schon direkt abgeholt vom Krankenwagen. Ist natürlich niedlich, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich durch diese Architektur hier in diesem Fall meine Gesundheitskosten und mein Gesundheitssystem tatsächlich beanspruche. Wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Höhe treibe, wer weiß das schon. Aber letztendlich fahren die Fahrzeuge dann aufgrund der Tatsache, dass es hier laut ist, vermutlich öfter. So. Ja, wir haben die Infrastruktur. Ne, noch nicht ganz. Wir haben die Infrastruktur im Großen und Ganzen geschaffen für dieses Zwischengebiet. Und dann werden wir das gleich mal ans Netz bringen. Nach wie vor ist es so, dass Büros zurzeit gar nicht so richtig benötigt werden. Weshalb ich, anders als sonst üblich, hier nicht nur Büros an die Autobahn klatsche, sondern auch Gewerbeflächen. Die sollte das auch nicht so sehr stören. Gut. Haben wir hier rund um den Bahnhof mal etwas dünnere Wohnflächen, obwohl da kann man eigentlich auch Gewerbe hinmachen. Gerade um den Bahnhof rum. So. Aber hier haben wir jetzt wieder Wohnbereiche. Achso, wir brauchen nochmal Parks. So richtige Parks meine ich. Nein. Wir nehmen mal wieder das hier.
Und ruhig auch mal wieder. Oh, der kleine Park, der gar nicht so klein war, stimmt. Nee, der ist mir jetzt zu groß für einen kleinen Park. Aber ein Karussell kann nochmal hier hingestellt werden. Kann auch so ruhig so halb unter die Bahn, warum nicht? Wirkt natürlicher. Ja. Damit hin. Gut, dann brauchen wir noch irgendwas. Mal überlegen. Schulbildung vielleicht. Wo ist er denn? Jetzt müssen wir noch draufklicken können. Eine Schule an der Autobahn. Bin ich ja eigentlich gegen. Da. Und eine Feuerwehr vielleicht. Die kann wiederum an die Autobahn. Weil die ist auch nur 3 groß. Die kann auch hier hin. So, und nochmal eine Polizeistation. Gut. Ja, und dann können wir jetzt mal die Gebietszuordnungen noch machen. Nochmal schön viel Grünes. Auch wenn die Wohngebiete zurzeit nicht so sehr gefragt sind, es wird weggehen, da bin ich sicher. Dann machen wir hier nochmal Kommerz. Die kommen nochmal weg. So. Ah, hier vielleicht auch. Das war vielleicht etwas zu viel des Guten. Dann bin ich damit zufrieden. Gebiet sieht jetzt noch nicht bewohnt aus, wird sich aber innerhalb der nächsten paar Minuten, Stunden, was auch immer, komplett füllen. Und damit ist das, wie ich finde, toll, super und so. Gucken wir uns mal kurz unser Karussell an, so schön unter die Autobahn gepackt. Oder, nee, unter die Hochbahn. Ja, kann man so bauen, muss man aber nicht. Auch hier die Bar, die Zufahrt hier ist nicht so das Wahre. Aber na gut. Wer halt zur Schule will, muss halt Kinder auf dem Rummel umfahren. Warte mal, ist das die Schule? Ja, tatsächlich. Würde natürlich so niemals eine Zulassung bekommen, das ist mir schon klar. Ist auch mehr, ist ja ein Spiel, das dürft ihr ja nicht vergessen. Ja, ich glaube, wir müssen uns das hier mal angucken irgendwann. Sieht nicht so richtig schön aus. Warum wurde das verlassen? Wegen Arbeitermangel. Ja, meine Stadt hat mehr Industrie als Einwohner. Das ist ein echtes Problem, sogar auch hier hinten. Und deswegen müssen wir unbedingt weiter die Einwohner fördern und expandieren. Wie dem auch sei, es ist jetzt zusammengewachsen, was zusammengehört, so wie ich es angekündigt habe. Der Flughafen ist jetzt Teil der Stadt, wie auch immer. Und ja, damit ist der Teil der Aufgabe, denke ich mal, erfüllt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Lasst mir einen Daumen hoch da. Bis dann, euer Nevis.